Ja, die Digitalisierung wird alles verändern. Wenn man das Öl von morgen sucht, sind es natürlich die Daten. Mein Name ist Hermann Müller. Ich bin Chef der Firma FPT Robotik in Amtsä. 1982 habe ich die Firma FPT Robotik gegründet. Bereits nach 4 Jahren haben wir die erste Handlings damals und dann Roboter selber gebaut und haben uns so in den Markt etabliert. Ja, dass Roboter Menschen ersetzen, wenn man zurückdenkt, vor 30 Jahren hieß es, wir vernichten Arbeitsplätze. Heute schaffen wir durch die Automatisierung Arbeitsplätze, aber was noch viel wichtiger ist, durch Automatisierung erhalten wir unseren Standort Europa. Er wäre ohne Automatisierung nicht mehr möglich. Und deshalb ist es unsere Chance, weltweit konkurrenzfähig zu sein. Wir investieren sehr viel in die Entwicklung, in Softwareentwicklung, in Nischenentwicklungen. Und da ist auch immer gefragt, dass die Bank der Partner ist. Das Haus ist digitalisiert, das Auto ist digitalisiert, wir sind digitalisiert. Man nennt es so schön 4.0, Internet der Dinge. Im Endeffekt wird alles gläsern. Das heißt, wir haben eine Bürde zu tragen, aber haben auch natürlich in der Industrie einen Nutzen, dass wir diese Daten auch verwenden. Wir als Roboterhersteller, wir brauchen Softwares, die sich verstehen. Das heißt, diese Standardisierung bringt allen was. Die Risiken der Zukunft sind natürlich, dass das Geschäft mit den Daten das größere ist wie das Produzieren. Das heißt, alles, was Masse ist, werden die Großen machen, natürlich. Alles, was, sag ich mal, hart Klasse ist, werden wir machen. Und da muss man gucken, dass wir einfach klasse bleiben, dann geht es uns gut.